Eiszeit und seelisches Tauwetter. Was hat es damit auf sich? Und was? Polka, der kommt im Video auch vor. Genau. Seelische Eiszeit und was ist, wenn die vorbei ist und Tauwetter beginnt? Genau, dann wird es nämlich ziemlich messy und schmuddelig. Und was das Ganze mit deiner Seele zu tun hat und warum es total okay ist, Phasen zu haben, wo du durch Tauwetter gehst, darum geht es in diesem Video. Sei gespannt. Volker ist übrigens auch mit am Start. Also im Video. Und jetzt auch. Denn das Ganze sieht so aus. Ziemlich grau, ziemlich schmuddelig, ziemlich nass, ziemlich anstrengend. Guck dir mal diese lange Leine an. Ja, das ist Tauwetter. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg und Informationen zu mir und über meine Arbeit findest du wie immer auf meiner Homepage. So, und wenn du mich und meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass ich sehr gerne mit Bildern arbeite, weil Bilder oft das eben sehr gut versinnbildlichen, was an Abläufen und Mechanismen in unserer Seele stattfindet. Neben mir sitzt übrigens Beuker. Beuker, willst du Hallo sagen? Eher gerade nicht. Und Tauwetter bedeutet, dass etwas in unserer Seele sich geöffnet hat, dass die Eiszeit vorbei ist. Okay, ich spreche jetzt mal deutlicher. Ganz viele Menschen erleben Trauma in ihrer Kindheit und Jugend und gefrieren irgendwann, schockgefrieren irgendwann angesichts dessen, was sie da erleben mussten. Das Spannende ist, dass man genau das diesen Menschen oft nicht ansieht. Sie funktionieren sehr gut, oft wie Duracell-Häschen, schreiben gute Noten, sind sogar, jetzt wird spannend, sehr, sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Sie sind Eisköniginnen und Eiskönige. Alles ist sauber, alles ist weiß, alles glitzert, alles ist schön. Und nie im Leben würde man vermuten, was sich hinter diesem Bild verbirgt. Ich möchte gar nicht mal sagen Fassade und möchte hier auch gar nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, im Sinne, dass es etwas Negatives wäre. Ganz im Gegenteil, es ist einfach ein Phänomen. Und ich kenne einige Menschen, einige Frauen, die sexuelle Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend machen mussten und die sehr, sehr erfolgreich in ihrem Beruf unterwegs waren. Und dann, tja, dann kam irgendwann Tauwetter. Das heißt, irgendwann endete die Eiszeit ihrer Seele. Und das, was ja erst einmal positiv wünschenswert ist, hat sich aber für diese Menschen gar nicht so gut angefühlt. Denn Tauwetter bringt eben genau das mit sich, was ich dir hier gerade gezeigt habe und was du natürlich auch ganz normal aus Winter- bzw. Frühlingssituationen kennst. Übergangssituation, wenn der Winter nicht mehr da ist, aber der Frühling halt auch noch nicht. Tauwetter, matschig, kalt, irgendwie ungemütlich, Nieselregen, nieselig, schmutzig, matschig und so weiter. Und genau das erleben wir auch im Übergang vom Winter, der Eiszeit der Seele, zum Frühling. Die ganzen Emotionen und Gefühle zeigen sich. Wir weinen viel. Hallo Volker. Wir weinen. Da sind diese ganzen, schmuddeligen Emotionen im Sinne von, man ist verheult, man ist wütend, man ist gereizt, man ist unausgeglichen, man hat Hass, man hat Wut, man fühlt sich hilflos. Also das meine ich so mit schmuddeligen Emotionen. Schmuddelig im Sinne von, ey, das ist echt schwierig. Das ist so wie die dicken Gummistiefel, an denen dann irgendwann der Matsch klebt, gemeinsam mit dem Schnee und dem ganzen Schmuddelkram. Schmuddelwetter, sagt man hier bei uns oben im Norden. Und
Man könnte ja erstmal sagen, wow, Tauwetter, wie schön, die Eiszeit ist vorbei. Ja, dieses Gefühl, diese Impulse hat man auch. Aber dann zeigt sich halt das Tauwetter in seinem ganzen Ausmaß. Und da sich erstmal durchzukämpfen. Und so eine Phase kann Monate dauern, auch Jahre. Das ist echt nicht so einfach. Diese Phase zu durchleben, bevor dann der Frühling kommt. Diese Phase zu durchleben, bevor dann der Frühling kommt, mit seinen bunten Blumen und singenden Vögeln, ja, das erfordert schon Kraft und Mut und Hingabe und ja, wirklich den Willen, da durchzugehen. Und oft ist es, oder es fühlt sich so an, wie ein Absturz von dem Sein der Eiskönigin oder dem Eiskönig hin zur, tja, was ist das hier? Der Matschkönigin, dem Matschkönig. Nicht so wirklich glorreich, bevor man dann die Frühlingsprinzessin oder der Frühlingsprinz wieder wird. Er findet, ich könnte jetzt mal Schluss machen mit dem Video. Mir ist es aber ganz wichtig, das mit dir zu teilen, denn diese Phasen des Tauwetters, und es gibt ja sogar einen gleichnamigen Verein, ich glaube für Männer, die sexualisierte Gewalt erleben mussten. Solche Phasen zu erleben und auch zu durchleben, ist echt nicht einfach. Und ich möchte dir da Mut machen, ganz egal, ob du Mann oder Frau bist, ganz egal, was du erlebt hast. Wenn du gerade durch so eine Tauwetterphase gehst, dann arbeite gerne mit diesem Bild, denn es kann dir Kraft geben und es kann dir die Gewissheit geben, dass die Phase, die du gerade durchlebst, nicht ewig dauert und dass letztendlich das Schockgefrorensein ja nicht die Lösung ist. Das Abgetrenntsein von dem eigenen, von den eigenen Gefühlen und dass auf der anderen Seite der Frühling wartet. Du die Möglichkeit hast, ganz neu aufzublühen, ganz neu zu leben. Nicht mehr gefroren, sondern warm in deinem Inneren. Tatsächlich aus deinem Inneren und deiner Seele heraus. Das ist mein Wunsch für dich. Und deshalb bin ich hier unermüdlich auf diesem Kanal, um dich zu unterstützen auf deinem Weg, in dem Maße, in dem ich das hier kann. Und habe selbst Tauwetter meiner Seele erlebt. Meine Güte, habe ich das erlebt. Wobei letztendlich diese Tauwetterphase bei mir relativ kurz war, einfach deshalb, weil ich ziemlich früh aus meiner missbräuchlichen Situation rausgekommen bin. Also ich habe nach den Erlebnissen in meiner Kindheit und Jugend gar nicht so sehr, beziehungsweise ich bin danach sofort in die Aufarbeitung gegangen und habe mir gar nicht so eine ja, so einen Eiskönigin-Palast aufbauen können oder aufgebaut. Aber ja, da ist jeder Mensch ganz anders und jede Seele hat andere Bewegungen und jeder Mensch durchläuft andere Phasen in seinem Leben. Aber ich kenne sie, glaub mir, ich kenne sie. Vielleicht nicht so sehr die Tauphasen, aber die Matschphasen, die ich robb mich mal durch den Schlammphasen, die kenne ich zu Genüge und weiß, dass man erstarkt daraus hervorgehen kann. Genau, und deshalb bin ich hier, um dich zu motivieren, dich zu inspirieren, dir zu zeigen, dass es geht, ganz egal, was du erlebt hast. Und ja, freue mich auf dich. Vielleicht in einem meiner Programme. Ich freue mich auf Feedback von dir. Schreib gerne was hier unten in die Kommentare. Und wisse, dass du auf deinem Weg nicht alleine bist.